Willkommen zurück zu unserer Videoserie über die Kantonsschule Reichenberg. Im letzten Video haben wir ja einen Überblick über das Areal und ein paar Informationen zu der Arbeit von der Denkmalpflege bekommen. In dem zweiten von insgesamt 4 Videos geht es um die Schulgeschichte. Wie wir schon gehört haben, ist die Kantonsschule Reichenberg 1962 bis 1963 als Erweiterung von der Schule im Lee gebaut worden. Was für uns heute selbstverständlich ist, nämlich dass Schülerinnen und Schüler hier in Winterthur die Matur machen können, ist nicht immer so gewesen. Ganz am Anfang haben die Winterthurer Schülerinnen und Schüler ihre Maturität nur in der Stadt Zürich erlangen. Wichtiger als die humanistische Ausbildung ist hier in der Industriestadt Winterthur aber natürlich auch eher die technische oder die kaufmännische Ausbildung gewesen. 1919 sind die städtischen Schulen in der Kantonsschule zusammengefasst worden. Die Verstaatlichung hat den Bedarf nach einem neuen Schulgebäude geweckt und 1928 hat man das monumentale Schulschloss in Lee eröffnet. In der Nachkriegszeit hat nachher aber ein regelrechter Bildungsboom eingesetzt. Die Schülerzahlen haben sich im Vergleich zu vor dem Krieg nahezu verdoppelt. Die Wirtschaft und die Industrie haben einen höheren Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften. Man hat darum probiert, die sogenannten Begabtenreserven auszuschöpfen. Und man hat die Gruppen gefördert, die bis dann eher schwach vertreten waren an den Mittelschulen. Und das sind die Mädchen, die Schüler vom Land und die aus ärmeren sozialen Verhältnissen. Gerade die Mädchen haben nachher aber wahnsinnig aufgeholt. Wenn es 1960 erst ein Drittel gegeben hat, ist die Anzahl Schülerinnen 2011 schon bei 2/3 gewesen. Der Bildungsboom von der Nachkriegszeit und das starke Wachstum von der Schülerzahlen hat also den Ausbau von der Schule im Lee notwendig gemacht. 1963 hat man also weiterhin die Kante Reichenberg eröffnet. Und die beiden Schulareale könnten unterschiedlicher nicht sein. In ihrer Architektur zeigen sich zwei ganz unterschiedliche pädagogische Konzepte. Weil die Vorstellung davon, was guter Unterricht ist, hat sich natürlich seit den 20er Jahren ziemlich gewandelt. Die Schule im Lee hat Räumlichkeiten von alter Schule gezeigt. Der Lehrer ist vor der Klasse auf einem Podest gestanden und hat sozusagen auf sie abgepredigt. Die Schule war also auf Frontalunterricht ausgelegt. Der Lehrer hat auch ständig Kontrolle und Übersicht darüber gehabt, was im Klassenzimmer passiert ist. Ganz anders aber hier an der Kantonsschule Reichenberg. Hier ist Lehrerin und Lehrer richtiggehend auf Augenhöhe mit ihrer Klasse. Wir haben auch grosse Fensterfronten, die Schulräume richtiggehend mit Licht durchfluten. Wir haben eine grosse Pausenplatzanlage, parkartig mit vielen kleinen, luschigen Plätzchen, wo sich die Schülerinnen und Schüler auch untereinander austauschen können. Und wir haben auf dem Areal eine Aula, wo kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Und das alles zusammen betont natürlich auch die soziale Funktion, die so eine Kantonsschule hat. Die Räumlichkeiten hier am Reichenberg haben also ein Bedürfnis von den Schülerinnen und Schülern, aber auch von der Lehrerschaft nach modernem Unterricht gerecht werden. Ob das gelungen ist, wenn wir jetzt von jemandem hören, der es muss wissen. Die SP-Nationalrätin Matthäa Meyer ist hier ins Gymnasium gegangen. Ich habe sehr gute Erinnerungen an meine Schulzeit. Ich hatte das Glück, sehr viele sehr gute Lehrerinnen und Lehrer zu haben, die den Unterricht sehr vielfältig gestaltet haben, mit Gruppenarbeiten und sehr viel Raum gegeben für Diskussionen. Da habe ich wirklich viele Erinnerungen von solchen Situationen. Und nach Schulschluss waren wir wirklich sehr viel einfach da noch im Schulhaus oder draußen und haben geredet mit den Gespähnchen, die vor allem in den anderen Schulklassen waren. Und das haben wir auch können. Übrigens sind in den 60er Jahren in der ganzen Schweiz innovative Schulbauten im ähnlichen Stil entstanden. Zum Beispiel in der Stadt Zürich, Kantonsschule Freudenberg oder in der Stadt Berns, Gymnasium Neufeld. Und auch heute ist die Schulgeschichte im Reichenberg natürlich noch nicht abgeschlossen. Wir stehen jetzt im 2007 eröffneten Bau von Jost Haberland, einem Berliner Architekt, wo eine Mediathek und eine Dreifachturnhalle beinhaltet und auch der passt sich ziemlich gut in die ganze Anlage ein. Dass die Mediathek ins Zentrum dieser Schulanlage gestellt worden ist, das zeigt natürlich auch, dass die Digitalisierung in der Kantonsschule angekommen ist. Früher war in der Industriestadt Winterthur die technische Ausbildung besonders wichtig. Heute sind natürlich die Kompetenzen fürs Leben in der Wissensgesellschaft dazugekommen. Und wer weiß, vielleicht schauen wir ja in ein paar Generationen auch diesen Bau als ein Denkmal an, als ein bauliches Zeuge von der Digitalisierung von der Kantonsschule.
Das wäre es auch schon mit dem zweiten Video zur Kantonsschule Reichenberg. Wir haben jetzt schon ein bisschen über die Architektur geredet. Im nächsten Video werden wir ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, was es mit dieser Nachkriegsmoderne auf sich hat. Wir hoffen, dass ihr dann wieder dabei seid und dass euch der Ausflug in die Schulgeschichte gefallen hat. Da geht es weiter zum nächsten Video und da unten findet ihr mehr Informationen über die kantonale Denkmalpflege Zürich. Ciao zusammen!